Die größte Turnierserie im Spitzenschach am Brett, nicht online, das ist die Grand Chess Tour. Und wenn du da als Spitzenprofi drin bist, dann ist sozusagen dein Jahr sicher, weil die Preisgelder schon substanziell sind. Es gibt auch einige Leute, die ein gewisses Talent haben, sich da Jahr für Jahr drin zu halten. Da sei Wesley So als erster genannt. Und das führt auch gelegentlich zu Kritik. Denn auf eine Weise wirst du belohnt, wenn du sehr sicher und sehr solide spielst und nicht ins Risiko gehst, weil du dir halt schlechte Turniere nicht so richtig gut leisten kannst, im Sinne deiner Gesamtplatzierung, die dann dazu führt, ob du im nächsten Jahr wieder Teil des Grand Chess Tour Feldes bist. Es gab so eine ganz kleine Debatte, ob denn Vincent Keimer in diesem Jahr in die Grand Chess Tour kommt. Also das Schachfestival in Biel verbreitet, er sei da ausgebotet worden, was ich nicht so wahrgenommen habe, aber es steht da auf deren Website, ihr könnt es sehen. Sicher ist jedenfalls, er ist nicht Teil des regulären Feldes, aber er hat jetzt zum ersten Mal eine Wildcard bekommen und hat insofern seine Premiere bei der Grand Chess Tour, nämlich in Polen, wo das Superbet Rapid and Blitz gespielt wird. Ihr hört es am Namen, es sind keine klassischen Partien, die da gespielt werden, sondern es ist erst ein Rapid-Turnier und dann ein Blitz-Turnier, das am heutigen Samstag begonnen hat und auch noch am morgigen Sonntag läuft und dann zu Ende geht. Und ich zeige euch heute eine Partie aus dem Rapid-Turnier, aus der letzten Runde des Rapid-Turniers. Vincent Keimer traf mit den schwarzen Steinen, darum sehen wir es aus seiner Perspektive, und schwarz ist vorne, traf mit den schwarzen Steinen auf den indischen Spitzenprofi Arjun Erigaisi. Ignoriert mal die Ratings, die da stehen. Wenn wir so das klassische Rating nehmen, dann ist Vincent Keimer bei, ich glaube, 2,726 und Arjun Erigaisi, ich habe vorher nicht geguckt, irgendwo bei 2,37, 2,47. Der hat ja die Top 10 neulich erreicht und war auch kurzzeitig die indische Nummer 1. Ein Platz, den mittlerweile der gute Gukesh übernommen hat. Jedenfalls für Vincent lief dieses Rapid-Turnier am Brett, sein erster Auftritt in der Grand Chess Tour, überhaupt nicht gut. Und nach 8 Runden stand er immer noch ohne Sieg da. Und dann kam diese 9. Runde und die schauen wir uns hier an. Und da war es auch doppelt wichtig, Schwung zu holen, nicht nur fürs Blitzturnier am nächsten Tag, sondern Vincent hat ja noch die Doppelbelastung. Er spielt ja auch die Champions Chess Tour und kurioserweise überschneidet die sich mit der Grand Chess Tour. Das bedeutet nicht nur für ihn, auch für einige andere Teilnehmer, Magnus Carlsen, Jan-Krzysztof Duda zum Beispiel, dass die bei der Grand Chess Tour ihre Partie fertig spielen und dann müssen die ganz schnell ins Hotelzimmer rennen und gleich weiterspielen, denn dann ist Champions Chess Tour. Lange Rede, kurzer Sinn. Gucken wir uns mal die Partie an. Arjun Erigaisi gegen Vincent Keimer. Und das begann mit E4. Und Vincent beantwortete das, wie er es immer beantwortet, in Partien auf dem Elite-Level mit E5. Und Arjun Erigaisi, etwas ungewöhnlich, spielt zweitens Läufer C4. Wir kennen ja an dieser Stelle zur Genüge Springer F3, den normalen Zug. Läufer C4 verzichtet darauf, den E5 direkt unter Druck zu setzen, und bringt erstmal den Läufer auf diese Diagonale. Und wenn Schwarz sagt, ja, das kann ich aber widerlegen, dann muss er aggressiv spielen, seinerseits den E4 unter Druck setzen, den muss Weiß decken und dann C6 spielen. Das ist auch sozusagen das Hauptabspiel gegen das Läuferspiel. Ne, Schwarz spielt C6, weil er ja nicht Springer C6 spielen musste, um den E5 zu decken und kann jetzt gleich D5 drohen und sich ein perfektes Bauernzentrum bauen. Beispiel Springer F3. Und Schwarz beantwortet das direkt mit D5. Und der E5-Bauer hängt jetzt nicht. Wenn man versucht, sich über den herzumachen, dann funktioniert das nicht so richtig. Man könnte ja denken, EDCD hier in Schach geben, dann auf E5 rausnehmen. Nee, funktioniert nicht, weil nach E schlecht D, C schlecht D, Läufer B5 Schach, hast du Läufer D7. Und dann hängt ja der B5-Läufer. Insofern muss Schwarz darauf einmal reagieren, zum Beispiel tauschen. Und dann ist halt der E5-Bauer gedeckt und alles ist gut und Schwarz hat ein Zentrum und Weiß hat keines und so steht Schwarz in dieser Stellung schon ein bisschen besser, hat sogar ja auch noch einen kleinen Entwicklungsvorsprung, wie wir hier sehen, mit zwei entwickelten Springer versus einen, also Zentrum und mehr Entwicklung. Und nach 7 Zügen steht Schwarz schon ein bisschen besser. Das sollte sich Weiß nicht erlauben und macht das auch nicht. Der richtige Zug ist hier Läufer B3 und Weiß gesteht Schwarz zu, bau du dir ein Zentrum, ich werde das unter Druck setzen, ne, den Punkt E5. Und den Punkt D5. Und tatsächlich hängt jetzt ja auch der E5-Bauer. Und darauf muss Schwarz reagieren, indem er den deckt. Läufer D6. 0-0, 0-0, Springer C3. Und jetzt steht der Punkt D5 unter Druck.
und auch darauf muss Schwarz reagieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann den decken, indem man zum Beispiel den Läufer aus der nach C7 zieht. Man kann den auch vorziehen und sich gleich so ein bisschen Raum abgreifen, was natürlich dann dem Läufer A2 oder dem Läufer B3 vielmehr seine Diagonale öffnet. Aber dafür hat man halt Raum als Schwarzer und man gewinnt ein Tempo, denn man stellt dem Springer erstmal eine Frage. Der muss ziehen, der wird sich dieses Feld suchen, denn hier ist ja schon so ein Punkt, auf den so ein Springer gerne hüpfen möchte. Jetzt funktioniert oder passt diese Struktur natürlich nicht so richtig zusammen, diese E5, D4, dazu gehört der Bauer auf C5 und das ist dann auch ein kleines Zugeständnis, das Schwarz macht, denn dieser Bauer ist jetzt ja in zwei Zügen bis nach C5 gekommen, anstatt eines Zuges. Springer G3, der ist auf G3 gelandet, Schwarz entwickelt sich weiter und Weiß macht den sehr logischen Zug A4, der verhindert, dass Schwarz jetzt am Damenflügel sowas, wie wir neulich in den ganzen Königs-Indisch-Videos gesehen haben, dass sich Schwarz jetzt hier am Damenflügel ausbreitet, vielleicht sogar mal den Durchbruch C4 schafft. Mit A4 ist das erstmal safe. Und Vincent spielt Läufer E6. Was in dieser Stellung, zumindest anhand der Leaches Database, Datenbank, das ist ein deutsches Video, anhand der Leaches Datenbank, noch nie gespielt worden ist, aber etwas, was Vincent ganz gerne mag, wenn man so seine Schwarzpartien durchguckt nach Sachen, die er gerne mag, nach Strukturen, die ihm gefallen, dann fällt einem auf dieses hier mit dem verdoppelten E-Bauern, wie man es in vielen italienischen, auch in einigen spanischen Stellungen sieht und eben auch in dieser. Das gefällt ihm ganz gut. Er nimmt sich hier so ein bisschen Dynamik und einen potenziellen Hebel auch aus dem Zentrum. Dafür beherrschen dieser Doppelbauer, beherrschen die eine ganze Menge Felder und die F-Linie ist auf. Das ist eine Konstellation, die Vincent offenbar sehr, sehr gut gefällt. Ich sehe gerade, und diese Stellung hat es dann offenbar auch doch schon gegeben. Erika Easy spielt hier Läufer G5. Damit sind wir aber dann auf unbekanntem Terrain. Vincent entfesselt den gefesselten Springer und Weiß spielt C3 und legt gleich den Finger auf zwei Marken, denn jetzt drohen hier Sachen schwach zu werden. Dieser E6 und auch der B7. Es liegt Dame B3 in der Luft mit Doppelangriff auf diese beiden und dagegen muss Schwarz was tun. Vincent spielt Springer D7, denn ihm ist natürlich sehr recht, mit seinen auf Schwarz festgelegten Bauern die schwarzfeldrigen Läufer zu tauschen. Und Weiß, ganz folgerichtig, möchte das nicht, sondern möchte lieber die schwarzfeldrigen Läufer auf dem Brett halten. Und Vincent spielt Dame B6 und macht seinerseits einen aktiven Zug, der dann auch noch dieses Dame B3 mit dem Doppelangriff verhindert. Dame B1 spielt Weiß jetzt stattdessen, denn der B2-Bauer, der hing ja, den muss er decken, macht Dame B1. Auch hier hat Schwarz eine Menge Möglichkeiten, sich weiter harmonisch aufzubauen, die Partie fortzusetzen. Vincent entscheidet sich für eine ganz interessante Variante oder für eine ganz interessante Lösung, die auf den ersten Blick nicht so richtig vertrauenerweckend aussieht, die aber sehr, sehr tief ist, wie wir gleich sehen werden. Er spielt hier D schlecht C3. Das ist kein Muss, aber das ist absolut möglich und in Ordnung. Und man könnte ja denken, D schlecht C, kann es das denn sein? Denn jetzt ist ja dein Doppelbauer hier sogar isoliert. Jetzt stehen die beiden hier alleine rum. Und die machen natürlich, speziell hier der E6 macht einen guten Job, dem Springer G3 das Feld F5 zu verwehren. Aber die können sich halt nicht fortbewegen, die können einander nicht decken und die können immer mal zur Schwäche neigen. Der E5 zum Beispiel, der muss ja immer gedeckt werden. Sonst ist er irgendwann mal weg und wer weiß, vielleicht passiert hier noch was und dann kann auch der E6 problematisch werden. Insofern sieht das erstmal verdächtig aus mit diesem isolierten Doppelbauern. Aber Vincent hatte sich da was dabei gedacht. Und ich nehme an, das, was wir jetzt in den nächsten Zügen sehen, das wird alles Teil des Konzepts sein, das hinter diesem Zug D schlecht C steckt. Er tauscht jetzt die Damen zum AB1. Jetzt hängt erstmal der Punkt B7. Da muss er was gegen machen, insofern B6. Weiß stellt sich ein bisschen aktiver hin. Und jetzt kommt Teil 2 von Vincents Plan, nämlich das sehr raffinierte C4. Das ja, wenn man so will, nicht nur wenn man so will, das ein Bauernopfer ist. Allerdings ein temporäres Bauernopfer. Vincent wird diesen Bauern zurückbekommen. Und das hat er sich auch sehr richtig überlegt. Man kann als Weiß ja durchaus überlegen, ich verzichte darauf, einen Bauern zu gewinnen und spiele stattdessen D4. Aber D4 löst natürlich Schwarz hier seinen isolierten Doppelbauern auf und gewinnt halt kein Material. Kann man
trotzdem spielen, ist dann eine andere Partie. Erika Easy entscheidet sich für den konsequenten Zug, er nimmt den C4 raus und hat jetzt erstmal einen mehr. Allerdings auch das auf Kosten seiner Struktur. Ja, dieser E4, der steht da so ein bisschen alleine da, ist zwar nicht isoliert, aber solange ein Springer auf F3 ist, ist der problematisch, aber vor allem natürlich diese drei hier. Die sind isoliert und alleine und die wird Schwarz jetzt aufs Korn nehmen. Und wie wir sehen, wird er sie auch nicht so richtig halten können. Vincent beeilt sich gar nicht damit, hier zu versuchen, den, also ne, man könnte hier, und das wäre auch ein guter Zug, man könnte direkt Springer A5 spielen und den C4 befragen und würde den aller Wahrscheinlichkeit nach auch zurückbekommen. Aber Vincent hat es gar nicht so eilig. Er spielt erstmal einen soliden Zug, nimmt den Turm von der F-Linie, auf der ja nicht mehr so richtig viel los ist, und stellt ihn stattdessen auf die D-Linie, die umso wichtiger ist, denn da wird gleich auch ein weißer Turm auftauchen. Also die D-Linie wird auf jeden Fall umkämpft sein. Insofern sollte man da ein schweres Geschütz stehen haben. Weiß stellt auch sofort einen auf D1 und jetzt macht Vincent diesen typischen Zug Springer A5. Ja, und klar, man kann jetzt versuchen, den irgendwie sich an den zu klammern, aber dann kommt Turm AC8 und der wird unter Druck stehen und irgendwann umfallen. Insofern ist den Bauern zu decken nicht so richtig eine gute Idee. Der beste Zug für Weiß ist hier C5 und den macht Erika Easy auch. Und es ist auch gar nicht so, dass C5 jetzt einfach nur sagt, ja, okay, ich gebe dir den Bauern zurück. Denn so leicht ist diese Chance nicht. Wenn man zum Beispiel Springer C5 spielt, dann hängt ja der E5. Also kannst direkt erst auf C, weil der A4 hängt auch, Läufer C5, Springer E5 kannst du spielen. Und dann ist wieder ein Bauer weg bei Schwarz. Also Springer C5 ist nicht so klar. Läufer C5 ist auch nicht so klar, weil dann ist hier noch eine andere fiese Taktik. Dann haben wir nämlich Läufer G5. Der Turm hängt, aber der kann nicht ziehen, weil dann hängt der Springer. Aber wenn wir den Springer jetzt dazwischen ziehen nach F6, dann hängt wieder der E5. Also Läufer C5... auch nicht so toll. Ja, C5. Was haben wir noch? B schlecht C. B schlecht C ist auch nicht so toll. Dann ist das Feld B5 schwach. Ne? Dann kommt Weiß hier rein. Und wenn der angegriffene Springer zieht, kommt er auch noch tiefer. Dann hängt der und am Ende hängt wieder der und Weiß gewinnt sein Material zurück. Also C5, sehr, sehr giftig. Gibt keinen Bauern zurück, obwohl es so aussieht. Springer C4. Aber wenn jetzt Weiß darauf beharrt, mit mehr Bauern weiterzuspielen, was er durchaus machen könnte, dann wird er feststellen, es funktioniert trotzdem nicht. Also man könnte jetzt ja hier tauschen und dann hast du mit Schwarz deinen Doppelbauern auf der C-Linie aufgelöst und hast bis den Schwächling auf C4 losgeworden, aber dafür ist hier ein neuer Schwächling. Und hier droht ja auch noch Springer E3 und du musst FE spielen. Also diesen A4, den wirst du nicht dauerhaft halten können. Und Schwarz ist völlig okay. Erika Easy versucht es anders. Er spielt hier C6. Und geht erstmal weiter vor. Und für den Moment hat er ja einen mehr. Der angegriffene Springer, der kann jetzt, ohne besorgt zu sein, zurückziehen. Denn dank des Springers C4 ist ja der E5-Punkt jetzt auch anderweitig überdeckt. Insofern kann man hier Springer F8 ziehen und muss sich erstmal keine Sorgen machen, dass noch mehr als ein Bauer umfällt. Erika Easy tauscht auf D8 und spielt dann A5 und nimmt jetzt diese Konstruktion aufs Korn. Und man kann hier auch schlechten Bauern zurückgewinnen. Also wenn man versucht, Springer E3, FE und dann da einen wegzunehmen, ich meine, sehen die sowieso nicht so schön aus, aber vor allem kommt wieder der Turm auf der siebten Reihe rein. Hier hängt einer. Und der ist ein gefährlicher Freibauer und Weiß hat plötzlich spürbaren Vorteil. Und nicht nur symbolischen. Man kann den natürlich mit dem Springer nehmen, aber dann hängt halt wieder der Punkt E5. Und es stellt sich weiterhin die Frage, kriege ich denn diesen C6 zurück? Weil wenn Schwarz den nicht kriegt, dann hat Schwarz ganz schnell Probleme. Es zeigt sich aber nach Läufer F6, ist der Springer angegriffen und nur dieser Springer deckt den C6. Und jetzt kann Weiß ihn nicht mehr halten. Er muss jetzt Läufer D4 spielen. Und dann nehmen wir den halt raus. Und dann nehmen wir auf C6. Und jetzt endlich ist das materielle Gleichgewicht wiederhergestellt. 5 gegen 5 Bauern. Und das war jetzt sehr, sehr tief. Ne? Also
Dann hat Vincent dieses C4 gespielt im 18. Zug. Und 9 Züge später kriegt er dann seinen Bauern zurück. Das wird nicht alles in der Tiefe berechnet gewesen sein, aber sehr, sehr richtig abgeschätzt, dass das so funktioniert. Und es funktioniert sogar sehr gut. Also Schwarz kann hier behaupten, dass er einen kleinen Vorteil hat. Ja, mit seinem Freibauern auf der A-Linie beherrscht die D-Linie. Das sieht schon alles ganz schön aus. Jetzt noch nichts Weltbewegendes. Und für Weiß geht die Welt nicht unter, aber Schwarz kann hier sehr, sehr zufrieden sein am Ende dieser ganzen Operation. Läufer F4, der angegriffene Läufer zieht. Springer G6, der passive Springer begibt sich in die Partie. Läufer G5 greift den Turm an. Der dringt ein nach D3 und der Bauer C3 hängt und Weiß muss Turm C1 spielen. Auch wieder so ein Indiz dafür, dass Schwarz hier sehr, sehr gut steht, denn ne, Schwarz dringt ein und ist mit dem Turm sehr, sehr aktiv im weißen Lager und Weiß hat nichts anderes, als einen kleinen Zug zu machen, um den zu decken. Schwarz ist offensichtlich am Drücker. Springer GE5. Zentralisiert König F1. Klar, wir sind im Endspiel, da muss der König aktiv werden. Außerdem, den hat Weiß hier nicht so gerne. Und im Endspiel muss der König mitmachen und dem bietet sich hier schon ein toller Job an, nämlich diesen Turm auf D3 rauszuschmeißen. Springer C4. König E2. Jetzt hängt der Turm und muss ziehen. Wohlgemerkt, Turm D2 geht nicht, da steht einer und bedeckt das Feld. Insofern zieht er sich auf die siebte Reihe zurück. Springer F1, gruppiert ein bisschen um. H6, Läufer hängt, muss ziehen, Läufer E3. Und auch Schwarz aktiviert den König. Und Weiß macht F4. Ja, und das ist sozusagen die Einleitung der nächsten Phase. Ne? War Schwarz hat hier die Mehrheit, sogar inklusive eines Freibauern. Daher ist die schwarze Stellung ein bisschen angenehmer. Und hier wird Schwarz loslaufen und versuchen, aus diesem Freibauern was zu machen. Weiß hat hier die Mehrheit. 4 gegen 3. Und man spielt da, wo man stärker ist. Insofern wird Weiß hier versuchen, zu Rande zu kommen. Und das ist das, was wir in den nächsten Zügen sehen. Naja, komm, sage ich es mache, sehen wir das natürlich nicht in den nächsten Zügen. Turm B1, Springer A3. Aber das ist das, was wir im Prinzip sehen. Turm D1, das ist vernünftig von Weiß, die Türme abzutauschen. Weiß kann ja auch sagen, das Spiel läuft auf zwei Flügeln und da ist mein Läufer tendenziell ein bisschen stärker als ein Springer. Und die D-Linie kann ich dir nicht überlassen und mit meinen Leichtfiguren bin ich ganz froh, Türme zu tauschen. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass Schwarz immer noch diesen Trumpf auf A7 hat, der nun mal als Freibauer sich in Bewegung setzen soll. Und nachdem ich es jetzt lange angekündigt habe, macht er dann im 39. Zug auch einen Zug. Er macht A6. Und als nächstes soll B5 kommen und dann ist dieses Bauernduo schon einen weiter vorangekommen. König D3, B5, G4. Weiß spielt am Königsflügel und Schwarz spielt am Damenflügel, räumt jetzt den A-Bauern und ich kündige nochmal an, dass der sich gleich in Bewegung setzen wird, auch wenn wir noch ein paar Züge darauf warten müssen. Springer D2. Ja, passiver Springer, sehr aktiver Springer. Da ist Weiß gut beraten, den einen gegen den anderen zu tauschen. Und interessant hier, Vincent nimmt nicht den Läufer, was auch spielbar wäre, aber wahrscheinlich auch gar nicht so gut, denn der Läufer hilft Weiß nicht so richtig weiter, wie wir im Lauf der Partie noch sehen werden, sondern er nimmt hier den Springer. Es ist ihm lieber, den Springer rauszunehmen, als anstatt ihn da stehen zu lassen und dann kommt er vielleicht irgendwann mal auf so ein schönes Feld E5 oder so. Das hat er nicht so gerne. Springer D2, König D2, Springer D6. Vorsicht, da hängt einer, muss er decken. König D3 stellt den König wieder aktiv und Springer C4, der Springer hat wieder dieses wunderbare Feld erreicht. Und jetzt muss Weiß natürlich aufpassen, dass Schwarz nicht Leichtfiguren tauscht, denn das Bauernendspiel, das wäre jetzt sehr, sehr kritisch. Denn wenn keine Leichtfiguren mehr auf dem Brett sind und die eine Seite hat einen Freibauern und die andere nicht, dann kann so ein Bauernendspiel schon verloren sein. Insofern Springer E3, König E3 und dann läuft der A-Bauer los, das möchte Weiß nicht so gerne sehen. Und hält den Läufer erstmal auf dem Brett. E5. Sehr schöner Zug von Vincent. Der Stellung einen eher geschlossenen Charakter gibt, denn Weiß hat jetzt nichts anderes als F5 zu spielen. Wenn Weiß hier irgendwie einen Nullzug macht und einmal aussetzt, was weiß ich, lassen wir ein H3 machen oder so, irgendein Zug, der nichts bedeutet, dann kommt halt immer E schlecht F4 und dieses Endspiel ist ganz klar besser
für Schwarz. Und zwar aus diesem Grund. Der schwarze Freibauer läuft und der wird die weißen Kräfte hier binden. Und dann wird der schwarze König sehr aktiv. Der Läufer wird sich hier nicht ewig halten können. Und dann wird unter Umständen auch noch der E4-Bauer zur Schwäche. Also die Maschine sagt, das ist sogar schon, die ist jetzt bei minus 2, die sagt, das ist sogar verloren für Weiß. Das würde ich vorher nochmal analysieren wollen, bevor ich das bestätige. Aber es ist allemal sehr, sehr kritisch für Weiß, dieses Endspiel. Also diese E-Schlecht-F-Konstellation, die darf Weiß nicht zulassen und spielt insofern F5. Sehr richtig. F5 und ne, jetzt muss es halt so weitergehen und dann müssen wir gucken, ob das wir hier zu Rande kommen. Der A-Bauer läuft, der H-Bauer läuft. Der A-Bauer läuft und jetzt muss man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Es droht A1, denn hier dieses Feld, da kann der Läufer halt nie hin, weil der Springer das unter Kontrolle hat. Das wird jetzt schon kritisch. Insofern muss man da einmal so ein Zugeständnis machen und mit dem König hier aufpassen, dass da nichts anbrennt. Vincent macht auch einen Königszug. Weiß spielt G5, HG, HG. Und jetzt sehr, sehr schlau, sehr, sehr stark den Zug, den wir auch schon am Anfang gesehen haben, G6. Und auch hier, auf den ersten Blick dachte ich, Moment, ist das denn jetzt nicht eine Einladung, F6 zu spielen? Dann haben wir sogar einen gedeckten Freibauern auf der sechsten Reihe. Da muss man erstmal verstehen, dass F6 nicht nur schlecht ist, sondern ein krasser Fehler. Denn F6 würde hier die Partie verlieren. Dieses Endspiel. Das ist für Schwarz gewonnen. Wir gehen aus dem Schach raus und diese Drohung A3, die wird irgendwann noch eine weiße Figur näher an die A-Linie bringen und in dem Moment, wo das passiert, holen wir uns hier einen ab und Schwarz gewinnt das Endspiel. Wir sehen gleich noch eine ähnliche Konstellation, darum zeige ich es jetzt nicht im Detail, aber das muss man erstmal begreifen und ich weiß als Zuschauer dieser Partie, dass mir das nicht so leicht gefallen ist zu verstehen, dass F6 tatsächlich verliert. Aber es ist so. Ja, und F schlecht G bringt auch nicht so richtig was. Dann machst du als schwarzer König F8, das ist nicht so schwierig. Holst dir den ab und dann ist der unter Druck. Und in einem günstigen Moment hast du dann auch vielleicht wieder Springer D6, E4, G5 oder so. Auch das sollte günstiger für Schwarz sein. Vielleicht kann Weiß das Remis halten. Wahrscheinlich kann Weiß das Remis halten. Okay. Erika Ise spielt der König B1, er sieht ja, ne, er will gerne den Läufer auf der Diagonale halten, aber das kann er halt nur, wenn dann der König den A-Bauern hält. Und dafür muss der König nach B1. Vincent macht König F7, wartet erstmal ab. König C2, König G7. Naja, und hier können sie Zugwiederholung machen. Ne? König B1, König F7 und so weiter. Aber Erika Ise spielt hier ist nicht so klar. Nee, König B1 hast du ja Springer D6. Naja, das hatte ich sogar analysiert, jetzt wo ich in die Notation gucke. Ja klar, das ist der Punkt, der wahrscheinlich der Rechenfehler von Erika Ise war. Wenn hier König B1 spielt, Schwarz hat Springer D6 in der Stellung. Oder wieder mit Angriff auf den E4. Und das ist aber nicht so schlimm. Ich habe hier eine Variante mir dann am Ende auch noch vom Rechner bestätigen lassen. Springer D6 mit Angriff auf den E4. Und Schwarz gewinnt in diesem Abspiel zwei Bauern. Denn der G6 und der G5, die fallen auch beide um, ebenso wie der C3. Aber wenn wir uns das bis zum Ende angucken, König E3 will die halten, opfert den C3. Und dann kommt dieses Endspiel am Ende raus. Das war auch so ähnlich wie das, was wir eben gesehen haben. Und dieses Endspiel ist allerdings Remis. Und es ist auch zu verstehen, wenn man ein bisschen drauf guckt. Schwarz hat zwar zwei Bauern, aber er kriegt sie nie aktiv. Er kriegt nie B4 gespielt, ohne dass A4 umfällt. Du kriegst den König nicht günstig nach A5, um B4 zu unterstützen. Oder nach C5, um B4 zu unterstützen, weil dann kann der Läufer immer einen Schach geben. Du kommst mit Schwarz hier nicht weiter und das Endspiel ist Remis. Und ich könnte mir vorstellen, dass Erika Ise das aus der Entfernung falsch eingeschätzt hat. Ich meine, wir sind hier ja auch, die hatten beide nur noch Sekunden auf der Uhr, wir sind hier im tiefen Endspiel in der Schnellpartie. Und er zieht hier König D3. Aber tatsächlich ist jetzt nach A3 die schwarze Stellung gewonnen. Spielt er F6. Er hat keine großen anderen Möglichkeiten mehr.
Wenn du sagst, ja, okay, da habe ich wohl einen Fehler gemacht und spiele lieber wieder C2, dann kannst du A2 spielen. Der König kommt nicht richtig ran. Der Läufer muss auf die lange Diagonale. Und nach Gf, Ef, Springer B2, König B2, E4, hast du hier einen Gewinner auf dem Brett. Bauernendspiel, und da ist diese Regel, wenn die Bauern zwei Felder voneinander entfernt sind, dann kann der König die nicht halten. Hier sind es sogar drei. Also hier kannst du schon nicht mehr auf Schadensbegrenzung gehen. Das Ding ist an dieser Stelle schon verloren. Erika Iser versuchte hier F6 und das haben wir ja schon so ähnlich gesehen. Geht jetzt mit dem König zurück, damit halt dieses GFEF mit dem verbunden verlorenen Bauernendspiel nicht mehr kommt, das wir gerade gesehen haben. Aber das rettet nicht die Partie. A2 ist Rot A1, er muss Läufer B2 spielen und statt ins Bauernendspiel zu gehen, was hier nur Remis wäre, hat Schwarz halt hier wieder diese Springer D6 Sache, die ich vorhin angedeutet hatte, Springer D6 und die Leute fallen um, weil ja der Läufer nicht mehr auf der C1 H6 Diagonale steht, sondern halt hier den Bauern A2 halten muss. Ne? Jetzt fällt bei Weiß alles um. Weiß holt sich noch den B5. Jetzt geht hier schon die Table Base auf, die mache ich mal zu. C4, aber der Weiße läuft weiter. G2. Weiß gibt eine Figur für diesen Bauern und versucht jetzt seinen C-Bauern in Bewegung zu setzen. Aber das rettet ihn nicht, denn nach Springer F3, ne, C6, Springer D4, Schach und was willst du sonst machen? Okay, man kann mit Schwarz hier noch reinfallen, wenn man nicht Springer F3 spielt. Ich meine, dann ist der weiße Bauer tatsächlich schnell genug und dann gewinnt sogar Weiß. Aber nach Springer F3, was Vincent auch gespielt hat, gewinnt Schwarz, denn C6 hilft jetzt nichts. Dann kommt Springer D4 Schach, dann nehmen wir den raus und dann läuft der durch. Und Schwarz gewinnt und ihr seht ja, die Maschine sagt, das ist schon Matte in 18. Ja. Und insofern war Springer F3 der letzte Zug der Partie und Vincent gewann. Yeah. Hatte seine erste Rapid-Partie gewonnen, die erste von 9. Aber wenigstens in der letzten Runde kam der erste volle Punkt, das ist ja schon mal super. Und am Abend gewann er dann auch sein erstes Match in der Champions Chess Tour gegen Alexei Zakhrana, den für Serbien spielenden russischen Großmeister. Das gewann er auch sehr souverän, vorzeitig 2,5:1,5. Und das Schöne ist, heute Abend in der nee, nicht in der Champions Chess Tour, doch, in der Champions Chess Tour, in dem Online-Turnier. Heute Abend bekommt er Jan Krzysztof Duda vorgesetzt. Und der ist natürlich riesig stark. Aber das ist so einer der wenigen, bei dem ich den Eindruck habe, dass Vincent wirklich die Nummer von dem hat. Denn gegen den sieht er eigentlich immer gut aus. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass Jan Krzysztof Duda heute gegen Vincent verliert. Und dann ist er schon auf dem Weg ins große Finale von der Division 1 der Champions Chess Tour. Dort sind in der Division 2 Matthias Blühbaum und Dimitri Kollers noch unterwegs. Dimitri Kollers ganz, ganz stark, hat in sein erstes Match gegen Lenier Dominguez gewonnen. Und das ist ja nun, ne, der wäre um ein HWM-Kandidat geworden. Der ist zwar im Herbst seiner Karriere, aber absoluter Weltklasse-Spieler. Dimitri sehr, sehr gut dabei. Matthias hat sein erstes verloren, ist jetzt in der Verliererrunde, hat gegen Daniel Dubov kaum ein Bein an die Erde gekriegt und trifft da jetzt in der Verliererrunde auf Fabi Caruana. Oh je, könnte man sagen, aber schauen wir mal. Ne, Matthias im Schnellblitzschach ist sehr, sehr stark. Und da würde ich ihn noch nicht abschreiben. Da ist er eher Außenseiter, aber schauen wir mal. Insofern, es gibt sehr, sehr viel Schach zu spielen. Der Don ist gut dabei in Dubai mit 5 aus 7. Ist ja einen halben Punkt hinter den beiden Führenden. Hat heute Schwarz gegen einen Großmeister, der Gutes, aber nicht überragend. Und dann in der letzten Runde Weiß. Also das könnte eine sehr gute Platzierung werden, wenn er die letzten beiden gewinnen sollte. Dann könnte das sogar die Top-Platzierung werden. Schauen wir mal. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das soll es für den Moment erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Wünsche habt für die nächsten Tage, hinterlasst sie mir in den Kommentaren. Bis sehr bald. Macht es gut. Ade.